darf Sie herzlich einladen, jetzt mit mir da drinnen zu kommen. Sie haben die Möglichkeit, zunächst die Registrierung sich anzuschauen. Unser Ziel ist es, auch weil die Anlage so ist, wie diese Anlage ist, zu einem ganz erheblichen Teil Familien unterzubringen. Ich habe am Mittwoch letzter Woche einen Zug angenommen und wenn Sie die kleinen Steppke sehen, die mit 2 und 3 Jahren da aus dem Zug gestolpert kommen, da bleibt es einem im Auge nur schwer trocken. Peter Darmstadt, Chef von Sachsens zentraler Ausländerbehörde, will den Einsiedlern zeigen, wovor sie so viel Angst haben. Es ist Tag der offenen Tür in der geplanten Erstaufnahmestelle. Mit Einlassmarke geht's rein. Seit Wochen wird hier protestiert. Das Feindbild steht. Der Flüchtling. Auch wenn mancher Unterschiede macht. Ich bin für Familien mit Kindern. Ich habe kein Kind. Ich habe nur Sinne. Wenn da so kleine Stäpselchen kommen, ich habe einen Sack verpflichtet, der so. Ist doch klar. Aber keine Männer hier. Nur Männer. Hoffentlich. Böser Flüchtling. Niedlicher Flüchtling. So teilt sich in Einsiedel die Welt. Tino Hofmann vom Deutschen Roten Kreuz wird das Heim leiten. Kontaktaufnahme mit seinen neuen Nachbarn. Gehen Sie rein, wir haben es auf Rundgang gemacht. Warteräume, Toiletten, später die Zimmer. Wie in einem Musterhaus darf alles besichtigt werden. Wann die ersten Flüchtlinge hier einziehen, wird den Einsiedlern nicht verraten. Das trägt zur Stimmungslage bei. Tino Hofmann kämpft gegen Vorbehalte. Und was soll der Speisesaal für die Bewohner? Für die ersten 150, die wir jetzt hier bekommen, nehmen wir den vorderen. Ansonsten können wir den noch erweitern in den hinteren Bereich. Ja. Schnell ist klar, alles taugt, um gegen Flüchtlinge zu sein. Warum hier eine Reinigungsnummer kommt, warum machen die Leute nicht selber sauber? Die müssen alle selber sauber. Ja, wir stellen das Equipment zur Verfügung, ja, weil das ist sozusagen wie ihre Wohnung. Ja. Also diese Zimmer werden komplett selber gemacht. Ja? Da auch Ausgangszeit oder sowas ähnliches in der Richtung, oder können die generell raus und rein? Also wir sind kein Gefängnis, nee, das sage ich auch immer. Ja. Ja, die haben kriegen bei uns einen Quartierspass, dann steht der Name drauf und die Nummer drauf. Damit können sie sich ein- und auslocken. Ja? Mir geht es darum, ob genug Sicherheitskräfte da sind. Ich denke ja. Also ich bin der Meinung, dass... Wie viele sind da? Also soweit ich weiß, pro Schicht 13 Personen. 12-Stunden-Schichten, also rund um die Uhr, rund um die Uhr. Halte ich für nicht ausreichend. Wer gewährleistet denn die Sicherheit außerhalb der Mauer? Hier drinnen sind es meinetwegen 11, 12 Leute. Permanent. Wir wundern. Die auch nicht. Also normal ist auch nicht ständig jemand vor ihrem Gartenhaus. Also das sind Fragen, sorry, aber die müssen Sie der Polizei stellen, nicht mir. Wollen wir in die Betreuungsobjekte gehen? Also, die meisten Einsiedler bleiben skeptisch. Der Heimleiter dreht Dauerschleifen im Erklärmodus. Auch Glaubensfragen werden diskutiert. Die Flüchtlinge, die behalten ihren Glauben, muslimischen Glauben. Ob das nur wie wir unseren christlichen Glauben behalten. Also wenn Sie jetzt nach Syrien gehen würden, würden Sie auch Ihren christlichen Glauben behalten? Gut, ich bin nicht strenggläubig. Ich auch nicht. Wenn ich ganz normal bin. Also mir ist das egal, welcher Glaube irgendwo herrscht oder was. Aber ich gehe immer davon aus, wie fanatisch die meisten sind. Und das ist das Problem. Ja, aber also aus Erfahrung her ist es nicht so. Ja, also die sind. Das sind Erfahrungswerte, was gesammelt wird. Aber ich sag mal, also das ist meine 7. Erstaufnahme, die ich hier aufnehme. Und also jetzt so, dass er noch fanatisch ist, überhaupt nicht. Sie haben vielleicht rausgehört, ich bin gegen diese Aufnahmeeinrichtung. Wenn die mit 544 Männern besetzt wird, bin ich voll dagegen. Also. Ich bin dafür, dass in diesen Häusern, wenn Familien kommen, Kinder, dass die hier untergebracht werden. Familien, für die Einsiedler sind das vor allem Frauen und Kinder. Nächste Station, der Wohntrakt. Noch sieht's gruselig aus. Ich hoffe, ich würde dann noch mit den Flüchtlingen zusammen, ich werde dann irgendwie Farbe organisieren. Ja? Ich sage immer so, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Wie viel Arbeit hier noch ist. Hat nie jemand gesagt, dass wir fertig sind. Spachtelmasse in der Pfoten. Gehen Sie ruhig rein. Das ist so ein Familienzimmer, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ein Zimmer, was ein bisschen größer ist, wo man halt mal 4 Betten reinbekommt. Können Sie, ich gehe mal ruhig. Das ist einfach nur da. Aber für eine Familie, wenn Sie sagen Familienzimmer, ist es sehr mickrig. Es ist ja auch eine Erstaufnahme, eine Notunterkunft. Es ist nicht komfortabel, muss ich sagen, aber besser als Turnhalle, auf jeden Fall. Und wenn die Not groß ist, dann muss es halt reichen. Man muss immer vergessen, es ist eine Notunterkunft. Es ist jetzt nicht für ewig. Der Rundgang ist vorbei. Viele Einsiedler wittern weiter in Lug und Trug.
Es schlägt die Stunde der Wirklichkeitsverdreher. Unter den Wortführern Nico Köhler, Vorstandsmitglied im CDU-Kreisverband Chemnitz. Heimleiter Hofmann gerät in die Defensive. Wenn wir jetzt jemanden haben, der Tuberkulose hat, dann werden wir... Das sehen Sie dem doch gar nicht an! Wenn es diagnostiziert ist, ja, dann werden wir... Dann muss er zum Arzt. Muss, wie jeder deutsche andere muss auch zum Arzt gehen. Aber bevor er zum Arzt gegangen ist, bevor das bekannt geworden ist, ist er sozusagen erstmal freigegeben. Ja, wie man das so schön sagt. Aber wenn Sie jetzt hier stehen und sagen, ich bin krank, also Grippe, ja, gehen Sie auch erst morgen früh zum Arzt. Oder heute Nacht in den Notaufnahmen arbeiten. Lassen Sie mich doch mal ausreden. Ja, also der Weg von hier zum Notarzt oder zum Krankenhaus legen Sie auch normal fort. Ja, es gibt doch Leute, die... Heimleiter Hofmann kann argumentieren, wie er will. Er bleibt an diesem Abend unverstanden. Dann kommt das Gerücht auf, das DRK hätte beim Rundgang luxussanierte Räume nicht gezeigt. Die Stimmung kippt vollends. Aber wie kann ein Tag der offenen Tür sein, um uns zu zeigen, was hier alles abgeht, wenn die Hälfte der Sachen nicht der Wahrheit entsprechen und nicht dem Endzustand entsprechen, so wie wenn die Flüchtlinge ankommen? Und das, was sie uns hier zeigen, ist ein Witz. Das ist doch nicht die endgültige Ausstattung von dieser ganzen Geschichte. Von diesen Gebäuden schon. Die aufgeregten Einsiedler setzen sich durch und erzwingen eine Begehung des vermeintlichen Flüchtlingsparadieses. Das Volk wird zur Besichtigung eingeladen. Vielen Dank. Und so wird uns Volk später mal siegen. Genau so. Jetzt gehen wir erstmal besichtigen, reden wir, jetzt gucken wir erstmal. Genau, reden wir mal später. Zu sehen gibt es, was man sehen möchte. Für die einen bleibt es eine Baustelle, für die anderen ist es der Beweis, die Flüchtlinge würden hier demnächst heimlich höchst komfortabel leben. Sie wollten mir doch nicht erzählen, dass sie vier Häuser haben. Das ist ja auch noch nicht fertig, haben Sie ja gerade gesagt. Ja, eben, das ist sozusagen das, was wir hier bekommen haben, na? Als Zustand. Ja, das ist ja aber... Sagen Sie, wenn ich jetzt mal die große Runde habe, Sie das Gefühl, Sie sind jetzt sozusagen betrogen worden durch Gang 1 und Gang 2? Ja, richtig. Ja. Wir sind auch weit draußen. Ja. Und dem gestorben sind das. Es ist schlimmer als in der DDR-Zeit, muss ich wirklich so sagen. Die waren stolzig nur so gegangen. Das sind meine Steuergelder, sind das. Stasi... Steuergelder? Die Transparenzoffensive konnte diese Einsiedler heute nicht überzeugen.